Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine heiße Premiere und zwar stehen Jörn von Barbecue aus Rheinhessen und ich, Julia von Edeka, gemeinsam am Grill. Es gibt vegetarische gefüllte Paprika. Dazu erstellen wir zuerst eine Füllung aus Couscous, Gemüse und Schafskäse, machen uns dann an eine Gremolata aus Knoblauch, Limette und Petersilie und garen dann die gefüllte Paprika saftig auf dem Grill. Jörn, ich finde das so toll, dass wir heute gemeinsam grillen. Womit legen wir denn los? Wir starten mit der Füllung. Dafür wiegen wir als erstes 150 Gramm Couscous ab. Auf dem Grill habe ich bereits einen Topf stehen mit 200 Milliliter kochendem Wasser. Dann wird das Ganze dann noch mit 2 Teelöffeln Currypulver sowie etwas Salz gewürzt. Dann verrühre ich die Zutaten miteinander, dass also das Currypulver sich gut mit dem Couscous verbindet. Das Wasser auf dem Grill kocht inzwischen. Das nehmen wir jetzt runter. Wichtig ist, einen Handschuh anziehen. Und dann gebe ich jetzt den Couscous in das Wasser rein. Kurz miteinander verrühren. Und dann muss das ziehen, ne? Richtig. 10 Minuten ungefähr, oder? Also eine Viertelstunde würde ich dem Ganzen schon geben. Wichtig ist, Deckel drauf, damit die Hitze auch drin bleibt. Ihr könnt es aber auch alles nochmal nachlesen. Wir haben euch das Rezept oben in der Infocard verlinkt. Und ihr könnt natürlich auch immer gerne den Kanal abonnieren. Wir starten mit dem Gemüse. Als allererstes habe ich hier eine Pfanne. Die stellen wir auf den Grill, damit sie schon mal heiß wird. Und dann geht's ans Gemüse. Schnibbeln. Ich nehme mal die Zucchini. Wir brauchen die halbe Zucchini und die bitte dann klein würfeln. Wir brauchen 3 Stangen Sellerie und von denen nehmen wir jetzt hier diese langen Fasern mit dem Messer ab. So, nachdem die Fasern entfernt sind, schneiden wir den Sellerie erstmal in Streifen und danach in kleine Stücke. Also die Zucchini habe ich ja erst in Scheiben geschnitten, dann werden daraus Stifte und dann werden daraus kleine Würfel. Ja, und du bist ja quasi der Grillexperte, ne? Wie lange stehst du denn schon am Grill? Ich mache das seit 11 Jahren. Inzwischen sind es 1200 Videos. Wow. Ja, Grillen ist ein Heidenspaß und extrem vielseitig. Und auch das ganze Jahr über. Also du stellst dann auch im Winter am Grill, im Mantel. Ja, beziehungsweise im Grill ist warm, da hast du einen Hoodie an, aber das passt schon. Schaut euch das gerne mal an. Wir haben euch den Kanal hier oben einmal verlinkt. So, wir haben fertig geschnibbelt. Die Pfanne ist vorgeheizt und da kommen die Sellerie und die Zucchini jetzt rein und werden angebraten. Das Ganze wird jetzt in der heißen Pfanne ohne Öl scharf angebraten und wir machen mit den Kräutern weiter. Petersilie brauchen wir 5 Stängel. Die würde ich dir einfach gerade geben, dass du einfach gerade die Blätter runterzupfst und sie dann entsprechend fein hackst. Gleiches gilt für den Oregano. Da brauchen wir auch 5 Stängel. Ich rühre in der Zeit mal in der Pfanne um. Die Blätter, die schneide ich jetzt relativ grob und den Stängel schneide ich dann ganz fein. Beim Oregano brauchen wir primär die Blätter und die zupfe ich einfach von oben nach unten. Geht man einfach runter und dann zupft man die in einem so weg. Dann hat man quasi den Stiel über und dann kann das Ganze fein gehackt werden. In der Pfanne sieht es inzwischen auch sehr gut aus. Oh ja. Und da geben wir jetzt einfach die frisch gehackten Kräuter mit dazu. Und können jetzt auch schon den Seitenkocher ausschalten, denn die Pfanne ist ja extrem heiß. Und dann rühren wir das Ganze einmal nur einmal kurz durch und lassen es ziehen. Es duftet schon super gut. Der Couscous wäre soweit und unser Gemüse ist auch soweit. Dementsprechend schnappe ich mir jetzt die Pfanne und dann gebe ich das gegarte Gemüse und die Kräuter in eine Schüssel. Jetzt können wir den Grill vorbereiten. Da brauchen wir indirekte Hitze. Dafür schalten wir 2 Brenner an, und zwar den rechten und den linken, damit wir in der Mitte eine schöne indirekte Zone haben. Und dann machen wir den Deckel zu, damit der Grill auch nicht vorheizen kann. Und jetzt geht es hier mit der Füllung weiter. Da habe ich also jetzt hier Schafskäse. Das sind 150 Gramm. Davon brauchen wir jetzt erstmal im ersten Schritt so gute 100 Gramm. Die werden jetzt einfach in unsere Gemüse-Kräutermischung reingebröselt. Und die restlichen 50 nehmen wir als Deko, ne? Die kommen hinterher dann nochmal als Topping oben drauf, ganz genau. Und dann gebe ich den Couscous mit zum Gemüse und dem Feta. Ihr könnt statt Couscous übrigens auch Reis verwenden. Und überhaupt gibt es ja so viele Möglichkeiten, wie man gegrillte Paprika vegetarisch füllen kann. Schreibt uns gerne mal unten in die Kommentare, was da eure Lieblingsvariante ist. Als nächstes kümmern wir uns ums Dressing. Ja. Dafür brauchen wir Olivenöl. Davon brauchen wir 5 Esslöffel und einen Schuss Rotweinessig. Dann brauchen wir noch ein bisschen Pfeffer und Salz. Zum Schluss kommen dann noch 3 Teelöffel Paprikapulver mit dazu. Und jetzt wird das Ganze dann vorsichtig miteinander vermengt, damit wir natürlich den Feta-Käse jetzt nicht komplett vernichten, sondern dann auch noch so schöne Stücke drin haben halt. Ne? Boah, sieht schon so hammerlecker aus, ne? Ja, vor allem riecht es richtig gut, ne? Mhm. Damit ist die Füllung für unsere gegrillten Paprika fertig. Was fehlt, sind Paprika und die schneiden wir jetzt auf. Jetzt gibt es ja bei Paprikas die Fraktion köpfen und die Fraktion halbieren. Mhm. Wir sind die Fraktion halbieren. Okay. Das heißt, wir legen sie uns einfach so hin. Und dann mit dem Messer einfach einmal durchschneiden. Und dann empfiehlt es sich, um das Kerngehäuse rauszunehmen, einfach einen Tee- oder Esslöffel zu nehmen. Dann könnt ihr nämlich einfach an dem Rand entlang gehen und ganz easy das Kerngehäuse rausholen. Das Rezept ist ja für 4 Paprika. Wir haben jetzt heute 2 rote, 2 gelbe. Warum haben wir denn keine grünen? Die grünen sind einfach noch nicht richtig reif und sind ein klein wenig bitter. Und von daher empfiehlt sich rot und gelb einfach am besten.
Paprika sind fertig vorbereitet. Jetzt werden wir sie füllen. Yes. Einfach immer in die Paprika geben und auch mit dem Löffel so ein klein wenig andrücken. So, wunderbar sehen unsere gefüllten Paprika aus. Die kommen jetzt auf den Grill. Der Grill ist ordentlich vorgeheizt, wie gesagt, indirekte Hitze. Was bedeutet, wir können die Paprika also hier in der Mitte hinlegen. Da bekommen sie keine Hitze von unten, sondern eben nur die Umgebungstemperatur. Und damit können sie uns auch nicht verbrennen. Und dann schließen wir den Deckel und lassen das Ganze jetzt eben bei um die 200 Grad für gute 30 bis 40 Minuten auf dem Grill. Wir bereiten die Grimolata zu. Dafür brauchen wir 4 Stiele Petersilie. Die würde ich gerne an dich weiterreichen, dass du sie einfach gerade auch wieder fein hackst. Mhm. Dann habe ich hier eine Limette, die haben wir vorher gewaschen. Dafür brauche ich eine Reibe, denn wir wollen den Abrieb davon haben. Die Menge Abrieb reicht vollkommen aus. Und dann können wir den Abrieb hier in eine Schüssel geben. Dazu kann dann auch die klein geschnittene Petersilie. Dann habe ich hier noch 2 Knoblauchzehen. Die werden jetzt einfach gerade geschält. Und dann einfach fein hacken. Wenn der Knoblauch fein gehackt ist, kommt er mit zu der Petersilie und dem Limettenabrieb. Einfach alles nochmal kurz durchmischen. Und damit ist die Grimolata auch schon fertig. Kurz durchziehen lassen, bis die Paprika dann soweit sind. Knapp 40 Minuten sind rum. Wir machen mal auf. Boah. Oh ja. Die sehen richtig gut aus. Ja. Jetzt kommt noch sozusagen das Finale. Richtig. Wir haben also hier den Feta-Käse. Und davon nehme ich mir jetzt ein Stück und brösel das sozusagen jetzt noch mal zum Schluss über die Paprika drüber. Und die Grimolata kommt auch jetzt drauf, damit die noch mal mitziehen kann. Richtig, genau. Also das kommt jetzt quasi zum Abschluss, kommt dann die Grimolata oben drüber. Auch einfach gerade mit den Händen noch mal so kurz durchmischen und dann einfach immer so ein bisschen oben auf die Paprika draufgeben. So, Topping ist drauf. Grillmuster haben Sie ja schon bekommen. Wir lassen sie jetzt einfach noch 5 Minuten nachziehen. Also einfach noch mal Deckel zu. Wie hübsch ist diese Paprika geworden? Ja, sie ist nicht nur hübsch. Ob sie lecker ist, probieren wir jetzt. Ja. Jetzt sagen wir, schneiden uns einfach mal ein Eckchen ab. Mm. Die Süße von der gegrillten Paprika zusammen eben mit dem Couscous, dem Knoblauch, der Grimolata obendrauf und eben dem cremigen von dem Feta-Käse ist der Hammer. Also ich würde mich freuen, wenn ihr es auch mal ausprobiert. Es war jetzt wirklich super easy und wahnsinnig lecker. Ansonsten gibt es die nächsten Wochen noch weitere Grillvideos auf diesem Kanal. Und wenn ihr noch mehr Lust habt auf super leckere Rezepte, habe ich euch hier noch 2 verlinkt. Und wie immer natürlich Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.